Willkommen zu unserem Greyzone Warfare Guide und weil wir so viel besprechen müssen, direkt rein. Erster Punkt, was ist die beste Budgetwaffe? AKM-Munition kriegen wir wie Sand am Meer und deswegen ist es am besten, die AKM zu modden. Die kann man nämlich sehr, sehr günstig modden. Wir brauchen dazu aber die Händlerin Artisan. Die kriegen wir so zwischen Level 5 und 6 freigeschaltet. Bei ihr kaufen wir dann die AKMN. Das ist sozusagen einmal das Grundgerüst, also der Lauf. Und packen dann alle Bauteile von einer normalen AKM auf die AKMN. Sinn und Zweck des Ganzen ist, dass die AKMN eine Seitenhalterung hat, die wir unbedingt brauchen. Deswegen einmal auf die AKMN und alle Teile auf die AKMN rüberziehen. Hier haben wir einmal den Vordergriff, den Gasblock, den Pistolengriff, von mir aus auch das Visier. Und dann haben wir eine komplett umgebaute AKMN und die AKM können wir dann entsprechend verkaufen und kriegen dafür sogar noch 24 Dollar. Als nächstes brauchen wir das Visier, dann nehmen wir einmal das BP-02, das ist sozusagen die Seitenhalterung für die AKMN und das Cobra Visier, das ist dieses EKP-8 hier oben, das ist wirklich sehr, sehr nice, sauberes Visier, das holen wir uns einmal, ziehen dann die Seitenhalterung auf die Waffe, packen das EKP-8 oben drauf und schon haben wir eine fertige AKMN. Als Bonus empfehle ich noch dieses Bunch-Pad hier, dieses Recoil-Pad, das Ding auch nochmal kaufen, das kostet nur 76 Dollar. Das ziehen wir dann ebenfalls auf die AKMN und schon haben wir sozusagen eine fertig gemoddete Budget-AKM mit der Munition, die man unendlich bekommt in der ersten Stadt. Also das ist sozusagen Free Money bzw. Free Munition, so sieht das Ganze dann aus. Und wichtig ist das Visier, also wenn wir zielen, dann sehen wir eben ein sauberes Abziehen, sehr, sehr hohe Präzision. Somit wird diese einfache Waffe mit großkalibriger 7.62 Munition zu einem Monster. Wollt ihr die AKM noch weiter ausbauen, was jetzt bei einer Budgetwaffe nicht unbedingt lohnt, aber möchtet ihr sie full Mod spielen, sozusagen in der ersten Variante, dann könnt ihr noch das AK Polymer Handguard kaufen bei Artisan Level 1. Dazu einen RK0 Griff mit 4% Recoil Reduzierung und den PBS-01 Schalldämpfer ebenfalls bei Artisan. Das alles auf die Waffe ziehen und dann habt ihr schon wirklich eine sehr, sehr schöne AKM Variante. Seit heute, dem 2.5.2024, könnt ihr Fraktionen wechseln. Es ist wichtig, dass ihr, bevor ihr mit euren Freunden spielt, wisst, in welcher Fraktion eure Freunde sind. Also das heißt, ihr müsst in derselben Fraktion sein, nur dann könnt ihr zusammen spielen. Und jetzt könnt ihr wechseln. Achtung, bei einem Fraktionswechsel ist es so, dass ihr euren Account wipet. Das heißt, ihr verliert allen euren Progress. Seid euch dessen bewusst. Also ist es trotzdem vorher wichtig zu wissen, wo die Kumpels spielen, damit ihr zusammen zocken könnt. Und so als kleiner Hinweis, die beliebteste Fraktion ist die Mithras-Fraktion, weil hier eben so ein paar schöne Locations sind von Mithras aus, relativ nah begehbar, aber da müssen sowieso alle Fraktionen hin. Deswegen empfehle ich persönlich Crimson Shield, denn Crimson Shield ist so die inoffizielle deutsche Fraktion. Also hier werdet ihr die meisten deutschsprachigen Spieler finden. Crimson Shield International, so meine persönliche Empfehlung. Rein inhaltlich übrigens macht es zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt keinen Unterschied, welche Fraktion ihr wählt. Es geht wirklich nur darum, wo ihr startet und mit wem ihr zusammen spielen könnt. Ein ganz wichtiger Punkt sind die Grafik-Settings und zwar sind die absolut entscheidend. Achtet darauf im Advanced-Fenster, dass ihr auf FSR zumindest die Option einmal ausprobiert habt. Und unterhalb von FSR seht ihr hier einmal die Fidelity FX Frame Generation. Dieses FSR geht mit AMD wie auch mit Nvidia-Karten, dass das auf eingeschaltet ist. Und wenn ihr dann mehr Power rausholen wollt, könnt ihr entsprechend von Quality und Native runtergehen bis zu Performance und dann entsprechend nochmal richtig FPS rausziehen. Jetzt ganz entscheidend, wenn ihr eine Nvidia-Karte habt und auf DLSS geht, dann achtet bitte darauf, ob ihr hier die Frame Generation aktiv habt. Ich habe schon sehr, sehr viele Spieler gesehen, die sagen, DLSS ist einfach schlechter als FSR. Das liegt aber daran oder unter anderem daran, dass sie diese Frame Generation hier überhaupt nicht aktivieren können. Dieser Reiter, diese Zeile fehlt bei vielen Spielern komplett. Das hat einen ganz kuriosen Grund und zwar, wenn ihr in eure Windows-Settings geht und hier auf Hardware-beschleunigte GPU-Planung geht, sollte hier der Punkt ausgeschaltet sein, führt das dazu, dass ihr die Nvidia DLSS Frame Generation deaktiviert habt in-game. Ihr könnt sie nicht aktivieren, die Option ist gar nicht da. Schaltet das hier auf ein, startet euren Rechner neu und ihr werdet sehen, dass ihr anschließend die Frame Generation aktiv habt. Bei mir persönlich ist es so, dass ich die DLSS mit Frame Generation qualitativ besser finde und auch von der Leistung her die FPS als die FSR-Variante. Aber das muss jeder für sich selber ausprobieren. Auch die grundsätzliche Qualitätseinstellung auf Medium ist so das Beste von beiden Welten. Man kriegt die meisten FPS und die Gegner sehen trotzdem noch schön aus. Die Umgebung sieht wunderschön aus, man sieht alles. Also das ist sozusagen das Beste, um Leistung und Qualität zu bekommen. Auch das muss jeder für sich ausprobieren. Sollte aber irgendein Faktor von euch auf 100% gehen, also sei es jetzt der RAM, die GPU oder die CPU, dann denkt dran, hier etwas runterzugehen. Ist nämlich nur einer von diesen drei Punkten komplett am Anschlag und überlastet, werdet ihr in-game Lags bemerken. Das heißt, hier ist es auf jeden Fall wichtig, an der Grafik weiter zu schrauben.
Bei den Missionen ist es grundsätzlich wichtig, immer alles dabei zu haben, alles mitzunehmen, also die Transponder und andere Questgegenstände mitzunehmen und auch alle Missionen immer zu aktivieren. Hier unten rechts aktiviert man Missionen und auch wenn man eine Mission erfüllt hat, gibt man sie erst ab und kann dann die nächste Mission abholen. Im Postfach liegt dann entsprechend eure Belohnung, da könnt ihr dann die Belohnung für die Mission abholen, aber erst nachdem ihr sie abgeschlossen habt und abgegeben habt. Wenn ihr Ingame J drückt, dann seht ihr eure Quests on the fly, also auch ganz wichtig, um die Übersicht zu behalten. Außerdem ist wichtig, jeder im Squad muss die Mission erfüllen. Es reicht nicht, wenn einer im Squad die Mission erfüllt. Und wenn ihr Schlüssel braucht für gewisse Räume für diese Quest, dann tötet NPCs. NPCs in der Nähe haben immer den Schlüssel. Notfalls müsst ihr eben auf mehr NPCs warten, dass sie respawnen. Die respawnen relativ schnell wieder, also warten, bis sie wieder da sind, diese erledigen und dann die Schlüssel von den NPCs nehmen, um euren Questraum aufzuschließen. Die Startgebiete aller drei Fraktionen sind komplett identisch, sind eben nur ein bisschen verdreht. Das bedeutet also, wenn ihr Google zu Hilfe nehmt und irgendwelche Guides sucht, dann müsst ihr nicht auf die Fraktion warten, die ihr habt, sondern ihr könnt im Grunde genommen jeden Guide nutzen und einfach die Karte drehen um 90 Grad und habt dann das entsprechende Bild eurer eigenen Map. Zu zweit ist es auf jeden Fall leichter, in der Gruppe stirbt man weniger bzw. kann seine Leiche relativ schnell wieder zurückholen, was als Solospieler manchmal doch schwerer sein kann, also man erleichtert sich dieses Spiel doch wesentlich, wenn man in der Gruppe reingeht, aber auch als Solospieler ist es nicht so schwer und im schlimmsten Fall, denkt dran, man kann jederzeit von PvP auf PvE-Server wechseln mit demselben Progress, also es ist sozusagen on the fly möglich, ein paar Missionen als PvE im Only zu machen und dann auf die PvP-Server zu gehen und dort weiter zu spielen. Was das grundsätzliche Leveln angeht, ihr levelt am schnellsten mit Missionen. Also Missionen, 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 das ist euer Butter und Brot und wie auch immer. Jedenfalls PvE und PvP geben euch kaum bzw. gar kein XP. Tatsächlich ist es so, dass man für PvP momentan keine Belohnung bekommt. Es ist also, was jetzt rein der XP-Fortschritt angeht, sozusagen für den Anfang eine komplette Zeitverschwendung. Wozu dieser Progress? Nur mit dem steigenden Level leveln wir zu einem die Händler, also die Reputation bei den Händlern steigt, damit werden mehr Items freigeschaltet. Beispielsweise ist Gunny auf Level 2 schon unser Man für die M4, damit kann man die M4 schon richtig geil modden. Aber auch die anderen Händler geben entsprechend gute Items mit erhöhtem Level. Wir schalten außerdem die Story weiterhin frei und kommen zu immer schwereren Missionen, die uns zu immer schwereren Orten führen. Bei dem Heilungssystem ist erstmal das Allerwichtigste, die schwere Blutung zu stoppen, denn die lässt euch komplett ausbluten, bis ihr ohnmächtig und dann sterbt, also ohnmächtig seid und dann tot seid. Dazu nehmt ihr das Combat Tourniquet und das stillt eine Blutung. Es gibt drei verschiedene Blutungstypen, leicht, mittel und schwer. Und das Combat Tourniquet ist für die schwere Blutung, die Blutung läuft wie gesagt immer weiter, während die leichte und die mittlere Blutung von alleine wieder stoppen. Trotzdem lohnt es sich natürlich, eine leichte, mittlere Blutung zu stoppen. Das macht ihr mit den Bandagen. Wenn ihr jetzt im Kampf seid, müsst ihr eben abwägen, habt ihr noch genug Blut, seid ihr noch kampfbereit, dann schiebt ihr das mit der Bandage erstmal beiseite und kämpft weiter. Und denkt dran, dass diese Blutung sogar von alleine aufhört. Sehen könnt ihr das Ganze dann anhand der Symbole. Das ist dann ein Blutstropfen für leichte Blutung, zwei Bluttropfen für mittlere und drei Bluttropfen für eine schwere Blutung. Solltet ihr unter 50% Blut fallen, also Gesamtblutvolumen, dann könnt ihr in Ohnmacht fallen und hier hilft nur noch eine Bluttransfusion. Dabei ist es interessant, dass wenn ihr eure Teammates heilt, die Teammates immer schneller heilen als ihr selbst. Also ihr könnt euch selber langsamer heilen als ein Teammate. Das heißt, gegenseitiges Heilen ist auf jeden Fall stärker, als sich selber zu heilen. Und wer es nicht mitbekommen hat, wenn ihr H gedrückt haltet, dann könnt ihr oben auch die Heilungstypen auswählen, die ihr in der Tasche dabei habt. Das heißt, hier müsst ihr nicht unbedingt extra die Tasche öffnen, euren Rucksack. Allerdings Achtung, dabei zählen nur die Items, die in den Taschen drin sind. Also H gedrückt halten, damit könnt ihr hier durchtickern. Und das Coole ist, solltet ihr so einen M-Fack dabei haben. Ich habe jetzt zum Beispiel einen M-Fack dabei mit einem Verband und einem schweren Verband. Ach, ich packe mal beide M-Facks hier in den Gürtel rein. Wenn ich jetzt H gedrückt halte, dann sehen wir entsprechend alle Medizintypen. Also hier das CT, also das Tourniquet, den Verband und so weiter. Und die Pillen, also alles, was auch in den M-Facks drin sind, wird einmal geöffnet. Ich persönlich habe auch gerne das QR-Kit einmal dabei. Hier sind nochmal 4 Slots für medizinische Gegenstände. Da kann ich zum Beispiel ein Survival-Kit reinpacken und einmal eine Bluttransfusion. Und sollte ich einen Teamkollegen heilen, dann reicht es, dieses QR-Kit in die Weste zu packen. Und von hier aus kann ich den Kollegen direkt heilen, ohne jetzt extra nochmal den einzelnen Gegenstand rauszuholen und extra nochmal separat in die Weste zu packen. Wenn ihr wissen wollt, wo ein Heli hinfliegt, einfach auf die Karte drücken und hier könnt ihr auf den Heli draufklicken. Einfach rechtsklick auf den Heli und seht oben rechts sozusagen die Destination. Dieser Helikopter fliegt zum Beispiel zu Charlie 1. Wenn ihr euch wundert, warum euer Loot nichts wert ist, gerade solche Orte wie zum Beispiel der Flughafen oder legende Orte im Allgemeinen haben besseren Loot und hier lohnt es sich am meisten, Waffen mitzunehmen. Waffenbauteile, die geben euch am meisten Geld.
Der ankommende Helikopter hat zwei Countdowns. Einmal einen langen Countdown und einmal einen kurzen Countdown. Der lange Countdown beginnt, sobald der Hubschrauber den Boden berührt. Der kurze Countdown beginnt, sobald ein Spieler einsteigt. Das heißt, solltet ihr noch nicht bereit sein, beziehungsweise ein Mitspieler von euch noch irgendwo am Packen sein, dann steigt noch nicht in den Heli, sondern wartet. Denn sobald ihr einsteigt, löst ihr den kurzen Countdown aus und der Hubschrauber fliegt relativ schnell wieder los. Auf der Karte seht ihr blau markiert immer eure freundlichen Mitspieler. Wenn ihr aber einen Rechtsklick macht auf einen Spieler, könnt ihr entsprechend die Spieler direkt in euren Squad einladen. Oder ihr könnt eine Nachricht schreiben und mit denen chatten. Rüstungen haben Rüstungsklassen 1, 3, 5, 6, 7, 8 und so weiter. Und innerhalb einer Rüstungsklasse haben sie nochmal drei Untertypen. Und dafür steht das A. Es sorgt oft für Verwirrung, weil man nicht genau weiß, ist A jetzt besser oder schlechter. Die Reihenfolge ist 3A schlecht, 3 mittel und 3A plus gut. Also 3A, 3, 3A plus. Und zum Schluss noch der Punkt, wie kriegen wir Geld und wie kriegen wir Reputation? Also Geld haben wir bereits gesagt, seltene Waffen verkaufen bringt am meisten Geld, was jetzt so Loot angeht, bis man die richtigen seltenen Loot findet. Allerdings ist es so, dass die Missionen immer das Nonplusultra sind. Sie sagen, dass momentan 150 Missionen verfügbar sind und jede Woche in der Early Access Phase bereits 7 bis 15 Missionen dazukommen sollen, was unglaublich viel ist. Das heißt, da wird vielleicht der reine Missionsansturm dafür sorgen, dass wir genug Missionen haben. Ich glaube, sie werden selber gucken, wie sie das noch balancen auf Dauer. Jedenfalls, um die Händlerreputation zu erhöhen, da müssen wir ebenfalls die Mission nutzen. Aber hier gibt es noch den Trick, Items zu kaufen. Achtung, das Verkaufen von Items bringt keine Reputation, nur das Kaufen von Items. Das heißt, sobald ihr Items kauft, also wenn der Händler zum Beispiel kurz vor 100% ist, könnte man noch ein, zwei Items bei der Lab Rat beispielsweise kaufen und sie dann auf Level 2, 3 oder 4 bringen. Also das ist auch nochmal ein kleiner Tipp, kaufen und Missionen erledigen. Ich hoffe, dass der ein oder andere Tipp für euch vielleicht doch neu war und etwas gebracht hat. Ansonsten, wir sehen uns im Livestream, da könnt ihr gerne Fragen stellen oder im nächsten Video, sehr gerne auch hier in den Kommentaren natürlich. Bis dahin verabschiede ich mich, sage hasta luego und hasta la vista. Ciao, 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 ciao.